Moin Leute und herzlich willkommen zu Super Smash Bros. Für Nintendo 3DS. Endlich mal wieder Smash Bros. Yay! Und zwar ist, ich glaube, das heute der DLC rausgekommen. Und zwar gibt's zwei neue Stages und mehrere Kostüme, die möchte ich heute in diesem Video zeigen. Jedenfalls zeige ich noch die anderen Charaktere, die ich noch gekauft habe, beziehungsweise die ich jetzt hier freigeschalten habe. Das wäre jetzt hier Roy und Ryu. Lukas, weiß ich nicht, ob ich den nachkaufen werde. Finde ich, Lukas zwar auch cool, aber ich weiß ja nicht. Ein bisschen habe ich noch drauf, ich könnte mir noch holen, da müsste ich nochmal nachgucken, weil ich habe versucht, das Möglichste und vor allem auch das Neueste, was rausgekommen ist, zu holen und euch das zu präsentieren. Jedenfalls, wo fangen wir denn am besten an? Wir sind einfach total falsch. Ich kann euch ja wenigstens die Charaktere zeigen. Wie gesagt, Lukas fehlt noch, aber jetzt sieht es wenigstens wieder randvoll aus, und zwar ist es. Kann ich hier noch zeigen. Und die verschiedensten Kostüme, sag ich mal. So, und dann noch. Hört schon wie cool an. Dann hat er noch diese Kostüme, die man noch auswählen kann. Sensationell. Und das Video wird erstmal lang. Weil es gibt ja sehr viel zu zeigen, nehme ich jetzt am besten mal. Das machen wir gleich. Ich bin gerade übelst nervös. Ich weiß auch nicht wieso. Wo war nochmal die Musik zu finden? Warte mal, Truhe. Ach ja, Audiothek, das hatte mir vorhin ja gesagt, ne? Mann, ist das scheiße, ey. Da darf man das hier extra nachspielen, weil bei der Wii U ist es gleich, wenn man da was freigeschalten hat, da muss ich es gleich anders, was irgendwie hier nicht der Fall ist. Finde ich ein bisschen schade. Können ja wieder erstmal hier so machen. Aber vielleicht könnte ich auch ein bisschen cutten oder so, damit es nicht so lange dauert. Ach man, wo ist denn das? Vielleicht ist es ja irgendwo weiter unten. Wundert euch nicht, wieso meine Schriftbilder so ein bisschen lila sind. Das sind die ich in Favoriten, glaube ich, eingespeichert habe. Die ich sehr, sehr awesome finde. Nee, warte mal. Ich bin gerade hier übelst am Failen. Nein. Och man, was soll das? Nö, den glaube ich auch nicht. Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Mann! Fail! Das kommt mir gerade irgendwie unbekannt vor, das hier. Ach, war mal noch was. Irgendwas. Ah ne, das ist da ganz unten. Oh. Also hier wäre das. Ryu Stage Chip. Ey. Also hört es schon geil an, finde ich. Okay, machen wir weiter. Also das ist das normale. So jetzt als Remix. Ja,
Also, ich werde das alles hier nachholen und so. Also, dann wird, ich denke mal, dass das Video so, sag ich jetzt mal, 30 Minuten geht. Weil es ist zwar, diesen neuen DLC ist zwar rausgekommen, aber ich werde die ganzen Dinger nachholen. Also, ich weiß nicht, wie lang das Video wird. Ich weiß nicht, ob ich dazu dann in der Stande bin, das noch richtig noch ein bisschen zu bearbeiten und schneiden oder so. Weil so viel Speicher auf mein Handy, ja, ich nehme das mit dem Handy auf, habe ich momentan nicht. Ich glaube, unter 1 GB. Und das Video, bevor ich das bearbeite, hat bestimmt schon fast, sage ich jetzt mal, 500. Weil ich mache das quasi so aufnehmen. Und dann werde ich das bearbeiten. Aber das jetzt in der Aufnahme behalte ich, damit ich das auch bearbeiten kann. Das bearbeitete dann danach. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel auf HD bringen will. Na okay, wenn das aufgenehme auf HD bringt es ja fast gar nicht, weil... Ach egal, ich glaube, dann nur Müll. Machen wir einfach weiter. Was haben wir noch so? Das ist alles mit dabei. Das ist Standard. Standard. Nix mehr. Wo ist denn das Zeug hier? Das Neue. Hä? Nicht? Hä? Warte mal. Bin ich gerade irgendwie zu doof dazu, oder wie? Ja, wir gehen mal hier Reihe rum. Ach hier. Hier haben wir zum Beispiel was. Ja, wow, ich bin fähig, etwas zu suchen, was wenigstens neu ist. Yay! Facepalm verdient, ich weiß. Aber ist auch geil. Du. Du. Ja, schon geil. Was wäre noch so mit dabei? Man, schade, dass es nicht... Okay, es ist von einer 3DS-Version, das ist mir auch schon klar. Aber ich finde das schade, dass es nicht so ähnlich wie auf der Wii U ist. Ich weiß, es hört sich blöd an, aber ich sag das jetzt trotzdem so. Dass es nicht so ähnlich aufgebaut ist wie bei der Wii U. Dass man die Stage wählen kann, aber dann bei der Stage dann auch gleich zu der Musik greifen kann. Also, dass man zur Stage-Auswahl kommt... Und dann gleichzeitig schon für Musik und nicht extra hier in dieser Audiothek, sag ich mal. Ding. Ja, ich hätte besser aufpassen sollen, ne? Ja. Ich bin dumm, ich weiß. Okay, mach mal einfach weiter. Ja, ich bin gerade zu dumm dazu. Und wenn nicht, schaut's euch irgendwo anders an. Also wenn ihr zum Dach keinen Bock habt, kann ich vielleicht sogar nachvollziehen. Dann guckt euch mal woanders an. Ich könnte euch einen vorschlagen. Ein bekannter Let's Player. Und zwar der gute Donny. Er hat heute auch ein Video rausgebracht mit Super Smash Bros. Was ich noch weiß, gibt es leider nicht auf der 3DS-Version. Aber ist auch egal. Bei der Wii U-Version gibt es jetzt die Turniere. Also so mehr oder weniger wüsste ich jetzt nicht, wie das jetzt bei den Turnieren abgeht. Aber ich schätze mal... Wie das bei Super Smash Bros. Brawl war mit Multiplayer. Dass man halt gegen Leute antritt. Wenn man gewonnen hat, kommt man weiter. Dann, wenn man wieder gewonnen hat, dann kommt man wieder weiter. So ein bisschen so eine Art Halbfinale, Viertelfinale, Finale und so. Bis man zum Schluss hier irgendwas gewonnen hat oder so, so ungefähr. Schätze ich das jetzt mal so ein. So ja, naja, jedenfalls. Kann ich es euch... Am besten nehme ich hier einfach einen Character. Nee, warte mal, es gibt ja verschiedene Kostüme. Also. Ich nehme einfach mal... Ne, warte mal, ich nehme einen anderen. Ich nehme einfach meinen. Ja. Was nehmen wir denn am besten, ne? Nehmen wir einfach einen Boxer. Ich mach das mal kurz hier. So, Name habe ich jetzt eingegeben, weil ich habe das jetzt so kurz rausgeschnitten, weil die Finger ja dann im Weg waren. Das würde dann so sehen und das ist scheiße. So, neue Stelle, Alisa 4. So. Da kann ich das jetzt euch zeigen, was jetzt alles noch so. Na okay, ich kann das hier jetzt hier noch so ein bisschen pushen durch Angriff, Abwehr und Tempo.
Ich nehme jetzt einfach auf die Schnelle jetzt hier irgendwas, damit ich euch das noch schnell zeigen kann. Ja. Gibt's noch irgendwas Schönes? Nehmen wir jetzt einfach das auf die Schnelle. So. Spezial. Ah ne, da gibt's ja nichts. Flammenfuß ist geil. Mal. Nee, mal, oh, bekomme ich Schmerzbereit, das sei okay, könnte ich jetzt gehen. Hört sich gut an. Und jo. Kopfbedeckung, hier waren wir ja wenigstens hier. Das müsste, glaube ich, neu sein, da bin ich mir sicher. Also der Bärenanzug, Kopfteil. Das bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich sag's trotzdem. B. Nee, sag lieber nicht, sonst klingt das wieder scheiße und ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Kronenperücke. Ziemlich geil. Kann man ein Spiel freischalten. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube DLC. Das war ein Spiel. Ah, hier, Flying. Ach, das. Ja, das ist bei dieser Earthbound Stage. Ach so, da. Aha. Ach so heißt er also. Okay. Football-Helm. Hibiskus. KK-Kopfteil. Animal Crossing natürlich. Wer ist Kind? Katzenohren. King K. Rool-Mütze. Ich habe zwar nichts gegen diesen King K. Rool. Ich kenne ihn zwar eigentlich auch nicht so richtig, aber ich glaube, es müsste einer von Donkey Kong sein. Aber ich bin mir da gerade nicht so richtig sicher. Oh, verrutscht. So. Aber ich glaube, den haben sich einige gewählt für Smash Bros. Mal schauen, ob der reinkommt. Also ich hätte nichts dagegen. Ich kenne ihn zwar nicht jetzt so, aber naja, mal schauen. Wir gehen in Nersheim, war schon vorher, glaube ich, da. Geil! Ne, sonst gibt's wieder irgendwelche. Ja, Hater. Ja, ich. Lloyd oder so. Bin mir aber gerade nicht so sicher, wie es ausgesprochen wird. Lloyd-Perücke. Löwenmütze war schon im Spiel. Oh, ist was Neues! Ich glaube hier. Ja, das ist der schwarze Ritterhelm. Schick! Nee, war schon im Spiel verfügbar. Auch. Bin ich mir gerade nicht so sicher, aber ich glaube nicht. Das. Jo, sind ja war da jetzt nicht von den Kopfdeckungen. Aber ich nehme dieses Ding hier. Oh, scheiße, woanders. Ach hier genau, die, oder warte mal, Kronenperücke? Ach, die nehmen wir, die ist geil. Outfit! So, jetzt kann man mal hier gucken, was hier da alles. Also, King K. Rool Outfit. Okay, das passt schon mal überhaupt nicht zusammen. Oh Mann. Oh, das ist aber eine lustige Kombination. Okay, machen wir weiter. Flying Man Outfit. Kapuzenpulli. Ja, schon krass. Motorradkluft. Passt mehr oder weniger irgendwie dazu. Kimono. Ja, hat was. Der Zug. Der war schon vorher Standard. Trainings und so, Standard. War auch schon. Also ist er jetzt auch nicht so viel. Aber. Ja, ich weiß nicht. Kapuzenpulli oder Motorrad? Was würdet ihr sagen, ey? Das ist geil. Ach, weil blau mit dabei ist und blau ist geil. Kapuzenpulli. Ja, ich kann mich nicht entscheiden, nein. Kapuzenpulli oder. Ach, Motorradkluft, ich nehme jetzt einfach das, ein gutes. Mann. Gott, da gibt's nichts hier. Und. Ja. Das war's. Nehmen wir das, das. Als ob das gerade unnötig war oder nicht, das. Kann jeder selbst für sich wissen. Jedenfalls war das, was ich euch gezeigt habe, also was wenigstens mit dabei war von dem neuen Zeug und so. Also bei dem neuen DLC, glaube ich, noch mit dabei. Ja, da ist mein fertig gemachtes Meme. Wir benutzen mal Voice.
Den habe ich erst heute gekauft. Ach, wenn wir schon dabei sind. Die Aufnahme ist jetzt so. Also von mir aus gesehen, das ist heute. Aber morgen werde ich die Aufnahme machen. Also wenn ihr das Video morgen seht, ist das Video, also die Aufnahme, die ich jetzt mache, gestern. Also sprich, wenn ihr das seht, ist die Aufnahme gestern. Klingt so ein bisschen merkwürdig oder naja, aber hoffentlich versteht ihr damit, was ich meine. So, dann müsste ich dann beim Kämpfen dann den Breitest ein bisschen anders machen, weil so kann ich kaum irgendwie kämpfen. Beim Mario Kart 7 kriege ich das gerade so hin irgendwie. Aber da irgendwie nicht. Und dann mal schauen, wie ich das dann machen werde. Ja. Computer. Nee, lieber nicht auf Level 9. Ey, nee. Nee, heute wird er voll ausgerastet, ey. Link gegen Donkey Kong. Nee, das war zu heftig heute. Hatte ich ein bisschen Rage Mode, dann lieber auf 7. So freundlich. Versuche 2. Nee, nur ein reicht. Das wäre dann zu lange für den Fight jetzt hier. Kein Computer bzw. hier Zufall und so. Und hier, wo sind die neuen Stages? Ach da, oh, extra Stages, cool. Ah, ist ja geil. So, womit fangen wir denn an? Dreamland 64, Suzuka. Was? Geiler Versprecher. Suzaku Castle. Okay. Peach Schloss 64. Schloss Hyrule 64. Achso, ja, von Super Smash Bros. Für die N64, das ist das allererste Smash Bros. Für die Nintendo 64, natürlich. Wir fangen an, würde ich sagen, mit Suzaku Castle. Aber ich werde jetzt hier kurz cutten und nicht hier, dass ihr irgendwelche Schwingungen und das alles sieht. Vielleicht werdet ihr das dann gleich sehen, aber okay, dann würde ich sagen, bis gleich. So, kleine Planänderung. Ich habe mich doch dazu entschlossen, das nach der Reihenfolge zu machen. Also, jedenfalls, wir fangen mit Dreamland an. Also, die Stage von dem allerersten Super Smash Bros. Für Nintendo 64. Wie gesagt, ich habe den Computer auf Level 7 gestellt, weil, ja, ich habe erst heute wieder angefangen, Smash Bros. Zu zocken. Und ja, mal schauen, wie der Kampf so wird. Der Roy ist wieder einer von Fire Emblem, glaube ich zumindest. Ich bin da jetzt auch nicht gerade so sicher, aber es kann schon sein. Ich glaube, Roy war, muss ich kurz überlegen, von Super Smash Bros. Melee. Also war anfangs mit dabei, genauso wie Dr. Mario gibt's ja auch. Oh, wer hätte das gedacht, ne? Und ich habe ihn rausgekickt. Ich glaube, in der Zwischenzeit hätte ich die Attacken zeigen sollen. Oh Mann. Was war das für ein Fail? Scheiße. Ich habe daran nicht gedacht, weil, nee, ich benutze meistens nur die normale A-Taste und so. Okay, ich benutze zwar mal B, aber das war lächerlich. Sorry. Ich glaube, ich hätte das in diesen Testdinge da machen sollen. Ja. Ja. Ich glaube, ich werde diesen Kampf rauscutten. So, also, ihr habt zwar den Kampf gesehen, aber ich werde so machen, ich werde dazu ein extra Video machen. Ich glaube, ihr könnt euch noch daran erinnern, wo ich ein Video gemacht habe, und zwar war es Mewtwo gegen Ike. Ich glaube, es war gegen Ike. Also Mewtwo gegen Ike. Und so ungefähr werde ich das genauso machen. Aber da werde ich auch hier diese unten B, oben B, links, rechts B, also diese Spezialattacken von den Charakteren benutzen. So, mach mal erstmal weiter, und zwar mit. Also wie gesagt, ich werde das dann lieber so machen. Ich hatte zwar gerade gesagt, dass ich das vielleicht rauscutten werde, aber ich werde es dann doch machen, dass ich das in einem extra Video euch zeigen werde. Aber ich werde es so machen, wie ich das mit Mewtwo gegen Ike gemacht habe.
dass ich euch einfach nur ein Video zeige, weil man kann ja auch einspeichern und so. Werde ich es einfach so machen, wo ich privat einfach mal so Roy gegen irgendeinen Computer kämpfe, aber diesmal dann auf Level 9. Werde ich das Video speichern, euch dann präsentieren, dann mit den Spezialattacken und so. Und ja, hoffentlich werde ich das dafür bei nicht vergessen. Weil er ist, wenn man das von den Mii-Kämpfern so sieht, so eine Art Boxer. Also ja, Street Fighter ist ja Nahkämpfer. Aber jetzt kann man wenigstens die Reihe rummachen. Suzaku Castle. Auf geht's. So, hier wären wir hier. Bei dieser geilen Stage. No. Ryu kann seine besondere Kraft zwar die Hadouken. No. Achso, ja, das kann ja auch Mario. Hab ich schon fast vergessen. So, mal schauen, ob ich mit Ryu das richtig kämpfen kann, weil, ja, naja, mal schauen. Hoffentlich krieg's auch gebacken. Weil, naja. Bis jetzt sieht's eigentlich nicht so schlecht aus, aber wie gesagt, ich habe die noch auf Level 7 gehalten. Nein, das. Nein. Okay, ich kann mit Ryu doch nicht kämpfen. Was war das? Oh mein Gott. Ey, das ist Level 7er und ich fail. Ey, ne. Ich bin kein großer Pro in diesem Game. Machen wir einfach weiter. Ja. So, hier haben wir die Stage. Peach Schloss N64 auch natürlich mit dabei. Sie wurde hier definitiv auf jeden Fall klassisch gehalten und quasi neu aufgelegt auf 3DS und natürlich auch auf der Wii U. Mal schauen, ob ich die Stage kann. Ach, hier liegt einfach mal so oben Bombo. Ne, Bamba oder wie die Dingsdinger heißen. Pikachu, nerv uns nicht mit diesem Scheiß. Ah! Und übrigens, ich kämpfe gerade mit meinem Mii, den wir vorhin gemacht haben. Ich glaube, ich komme mit meinem Mii überhaupt nicht klar. Ich glaube, die Attacken waren ein bisschen dumm, oder? Ich glaube, ich denke schon, ja. Aber wir müssen trotzdem irgendwie. Ja. Ja. Nein! Ja. Ach, ich weiß, wieso das so ein Bomber ist. Das war ja bei der N64-Version, war das ja genauso. Komm her, du. Ah, Pikachu. Komm her. Ja, trau dich. Ich hab dich diesmal auf Level 8 gestellt, also. Und? Alter. Na, komm her. Los, zeig dich. Okay, naja, nicht zeig dich, aber. Kämpfe wie ein Mann. Okay, man kann mir jetzt auch nicht sagen, weil das jetzt nur ein Pokémon ist und. Okay, sind männlich und weiblich, deswegen. Na egal. Na, es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp. Nein, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Also ich nicht, also Pikachu habe ich schon. Geh doch endlich raus! Geh doch endlich raus, was ist das mit dir los? Nein. Los, komm! Yes, Mann! Warum nicht gleich so? Na, es geht auch. Natürlich. So, mach mal einfach weiter mit der letzten Stage, würde ich sagen. So, eine Stage bleibt noch übrig. Und die wäre Schloss Hyrule natürlich auch. N64. Wurde im klassischen Stil gehalten, natürlich wie. Die vorherige, und zwar Peach Schloss und jo, mal schauen. Also gut aufgebaut ist sie. So für die N64 Zeiten sieht es eigentlich sogar noch recht gut aus. Weil so neu aufgelegt auf dem 3DS finde ich die schon geil. Und ja. Was gerade mit Gendorf abgeht, ich weiß nicht. Eben der greift er mich noch an oder ich weiß auch nicht. Aber ich habe gerade Link genommen. Ich habe damit nicht gerechnet, dass Gendorf. So per Zufall rausgefischt wird, weil es passt irgendwie gerade so Link gegen Gendorf. Und ja, weil mit Link irgendwie kenne ich bis jetzt offiziell ganz gut, finde ich. Ja, komm schon.
So. Nee, ich werde rauskatapultiert, bitte nicht. Dann geh mal raus hier. Nein, Komm her. Oh. Bitte nicht. Ja, genau. Genau, das ist so ein Wirbelwind. Ja, genau. Ey. Nee. Ja, nix, Gendo. Mann, ey, was war das für ein billiger Fail? Mann! Rage. Naja, ist ja auch egal. Man muss halt auch mal verlieren. Aber naja, ich glaube, das Wichtige habe ich euch gezeigt. Und hoffentlich kann ich das Video noch bearbeiten, weil Omega Stage, das kann man daraus auch machen. Wenn ich das so mache, falls ich das Video bearbeiten kann, was ich irgendwie nicht so richtig... Naja, ich werde es wenigstens versuchen. Wenn ja, zeige ich euch die Stages in der Omega-Form, aber ich glaube, die müssen eigentlich... leicht sein. Also, die wurden leicht gemacht, sag ich jetzt mal. Um das mehr oder weniger zu erklären. Und wie gesagt, wenn ich babbeln kann, dann zeige ich euch die Bilder im Omega-Form. Dann würde ich sagen, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Ich habe zwar nicht das komplette Zeug, zwar von den neuen DLC, was jetzt die Stages und das ganze Musikzeugs angeht, habe ich. Aber die ganzen anderen Dinger, was jetzt war, mit den Mii-Kostümen und noch so ein anderes Zeugs, oder was jetzt mit Lukas und so auch ist und so, das hab ich nicht. Also ich hab euch noch das gezeigt, was für die 25€, die ich mir heute geholt habe, noch alles möglich war. So, hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat und wir sehen uns bis zum nächsten Mal wieder. Ach ja, bevor ich es vergesse, es werden nicht so häufig Videos kommen, was jetzt Let's Plays und so angeht. Also sprich, jetzt was aktuell noch ist, Super Mario Bros. 3 und Mario Kart Super Circuit. Weil dieses scheiß Aufnahmeprogramm, die sich Mobitzen schimpft, hat eine Aktualisierung letztens gemacht. Das war ungefähr letzte Woche und seitdem ist es noch beschissener. Ich kann euch zwar... Das dann zeigen später, aber da ist die Quali scheiße und das will ich nicht. Zwar sieht das dann so aus wie in Mario Kart Super Circle und Super Mario Bros. 3 natürlich, aber das Bild ist ein bisschen kleiner und die Quali ist sowas für ein Arsch, das möchte ich euch nicht antun. Deswegen will ich vielleicht die 3DS Let's Plays wieder ins Leben rufen, die ich gemacht habe. Aber versuche in dieser Form zu machen und nicht so scheiße hochkant, wo links und rechts Schwarzbild ist und das ist auch kacke. Deswegen versuche ich das dann so zu machen und ja, mal schauen, ob das dann was wird. Hoffentlich werde ich dadurch keine Abos verlieren, aber naja, irgendwie muss ich das Ganze dann ja auch überbringen und ja, hoffentlich klappt das dann auch. Wird es ein bisschen schade, ich habe eh schon dafür Schiss. Momentan hatte ich ja 42 Abonnenten gehabt und wenn das weiter so geht, ich möchte schon eigentlich schon ein Special machen für 50 Abonnenten. Also wäre es schon nett, wenn ihr mich weiterhin supportet, mich weiterhin auch unterstützt, wie ich besser werden kann. Und ich werde auch noch ein Infovideo machen, wie es in später Zukunft alles aussehen wird. Auf jeden Fall viel, viel besser. Nichts mit über Handy und so, als auch so ab und zu. Aber ich will mir so viel Zeugs holen, da lohnt sich das Geld auf jeden Fall definitiv zu sparen. Eins kann ich schon mal euch sagen, 3DS. Eine Capture Card. Mal schauen, ob das was wird. Ein Teil davon habe ich euch gerade gesagt. Andere Zeug sage ich dann vielleicht in einem späteren Infovideo von mir. Und ja, mal schauen, ob das später dann was wird. Dann würde ich auch sagen, ist jetzt auch schon 30 Minuten. Ja, ist schon übelst viel. Bevor das
übelst viel, naja, jetzt bevor das Video noch übelst die Länge hat, würde ich sagen, hoffentlich kann ich es bearbeiten, dann werde ich euch die Bilder zeigen, aber ich schätze nicht wegen dem ganzen Speicher, weil ich habe unter NGB-Speicher. Mal schauen, ob ich das auf dem PC machen kann und gucken, ob ich da über ein Videobearbeitungsprogramm und so, schneiden, rendern, was weiß ich nicht alles und so, dass das so alles machen kann und so hochladen kann, als auf dem Handy, mal schauen, oder ich werde es einfach so hochladen, wie ich so halt mitgemacht habe. Und ja, mal schauen, ob das dann auch sowas wird. Oder ich mach's halt über PC. Ja, mal schauen, wie ich es einfach machen werde. Ihr werdet es ja dann schon sehen. Jedenfalls war es das für heute. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Alex4 2301. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.